Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Hochwasserkatastrophe von 2021 ist uns allen schmerzlich in Erinnerung. Jede und jeder von uns kennt jemanden, der oder die betroffen war von diesem Hochwasser. Und ich persönlich werde die Begegnung mit dem Ehepaar in Euskirchen nie vergessen. 6 Stunden lang klammerten sich die beiden im Hochwasser, im reißenden Sturzbach draußen vor ihrem Haus an die Fenster. Und es gleicht wirklich einem Wunder, dass sie dieses Hochwasser überlebten. Wir in Nordrhein-Westfalen, wir wissen, was Hochwasser bedeutet. Und deshalb möchte ich gerne vorab allen Betroffenen der aktuellen Hochwasser mein Beileid ausdrücken und auch noch mal Danke sagen an alle Einsatzkräfte von Katastrophenschutz, von Polizei, von Rettungsdiensten. Danke an alle helfenden Hände für das, was sie geleistet haben und leisten, dass sie Menschen in diesen Katastrophen helfen, über ihre Grenzen gehen und dabei eben auch immer wieder ihr eigenes Leben riskieren. Dafür ein herzliches Dankeschön. Seit Beginn dieses Jahres sind bereits 8 oder um es anders zu sagen, bereits die Hälfte aller Bundesländer von großflächigem Hochwasser betroffen gewesen. Und das zeigt doch nur, wie dringlich die Aufgabe des Hochwasserschutzes ist. Eine Hochwasserdemenz, wie sie so oft eintritt nach Hochwassern, das können wir nicht leisten, das werden wir uns nicht leisten. Wir gehen in Nordrhein-Westfalen den Hochwasserschutz prioritär an. Ich finde aber, man kann nicht über das Thema Hochwasserschutz sprechen, ohne nicht auch die Ursache zu benennen. Und Sie wissen, lieber Herr Dr. Pfeil, wie sehr ich Sie persönlich schätze. Und trotzdem muss ich das hier einmal sagen. Es gibt wohl nur eine demokratische Partei hier im Raum, die es ernsthaft schafft, einen Antrag zu formulieren, einen Antrag zum Thema Hochwasserschutz, ohne auch nur in einer Silbe den menschengemachten Klimawandel als Ursache zu benennen. Und das ist die FDP. Und ja, natürlich hat es auch früher schon Hochwasser gegeben. Aber, wie bitte? Ja, wir sind dabei, mehr zu machen, im Gegensatz zu Ihnen. Wir machen nämlich Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen. Sie haben den Klimaschutz ja über Jahre verhindert, Herr Lübcke. Ja, wo denn? Wo hat denn die FDP den Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen verhindert? Sie lehnen doch bis heute noch den Kohleausstieg 2030 ab. Sie haben hier in Nordrhein-Westfalen über Jahre hinweg den Ausbau der Windenergie verhindert. Und auf Bundesebene haben wir einen FDP-Verkehrsminister, der sich weigert, auch nur eine Tonne CO2 einzusparen. Das ist die FDP. Das ist die Klimapolitik der FDP. So glaubwürdig, Herr Lübcke, sind also Ihre Aussagen zum Thema Hochwasserschutz. Wir können doch nicht über Hochwasserschutz sprechen, wenn wir nicht auch darüber sprechen, wie wir den Klimaschutz vorantreiben. Denn wir wissen, dass die Erderwärmung dazu führt, dass die Starkregenereignisse häufiger und intensiver werden. Und deshalb müssen wir eben auch über den Klimaschutz sprechen. Und dazu dann auch noch mal zur SPD. Im Gegensatz zur FDP, und das erkenne ich hier sehr wohl an, hat Alexander Vogt die Herausforderungen im Klimaschutz ja benannt. Und das ist ja auch richtig so. Aber ich will auch hier noch mal daran erinnern, was wir gemacht haben in den letzten 2 Jahren. Den Kohleausstieg 2030 haben wir vereinbart. Wir entfesseln die Windenergie. Wir treiben den Klimaschutz voran hier in Nordrhein-Westfalen. Wir bauen die Erneuerbaren aus, und wir sind da dran. Ich will aber auch ganz deutlich sagen, dass wir mit allen Anstrengungen zum Klimaschutz die Auswirkungen der bisherigen Erderwärmung, dass diese ja nicht verschwinden werden. Und deshalb brauchen wir beides. Wir brauchen Klimaschutz und wir brauchen Klimafolgenanpassung. Und dabei ist der Hochwasserschutz ein wichtiger Baustein. Wir legen die Priorität auf den Neubau und die Sanierung von Deichen. Wir wissen aber auch, dass wir hier einen jahrzehntelangen Sanierungsstau haben, wie so oft bei der öffentlichen Infrastruktur in Deutschland. Es ist eine Generationenaufgabe, die wir hier vor uns haben. Aber wir gehen diese Aufgabe an. Wir setzen eine Priorität auf den Hochwasserschutz, weil wir wissen, dass Hochwasserschutz Leben rettet. Und dafür stellen wir eigene Landesgelder bereit und wir rufen Bundesgelder ab.
Und dass sich die FDP, genau eine Säule von drei Säulen herausbrückt, also wirklich ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die FDP benennt nämlich nicht die eigenen Landesgelder in Millionenhöhe. Ich will noch mal daran erinnern, im Nachtragshaushalt 2022 haben wir über 100 zusätzliche Stellen geschaffen für den Hochwasserschutz, neben den Investitionsmitteln, die wir zur Verfügung stellen. Frau Kollegin, ich möchte Sie gerade einmal unterbrechen. Der Lärmpegel ist sehr, sehr hoch. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, der Rednerin das Wort zu gönnen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir stellen Landesgelder zur Verfügung. Und was die FDP bewusst auch verschweigt, ist die hohe Abrufquote der regulären Mittel der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, abgekürzt GAK, NRW, ruft diese Mittel ab. Sie thematisieren hier einzig und allein den Mittelabruf über den Sonderrahmenplan für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes. Und ja, das ist richtig, auch wir können nicht damit zufrieden sein mit der aktuellen Abrufquote. Das hat Gründe, zum Beispiel, weil die Planfeststellungsverfahren so lange dauern, weil die Strukturen in Nordrhein-Westfalen komplexer sind als in anderen Bundesländern. Aber dass Sie nur den Abruf dieser GAK-Sondermittel hier thematisieren, das ist ehrlich gesagt dann schon ziemlich durchschaubar. Denn während die FDP das hier im Landtag thematisiert, sitzt doch Christian Lindner schon in Berlin und spitzt seinen Rotstift, um die Mittel mit Verweis auf die Abrufquote der Länder nämlich zu kürzen. Wenn Sie wirklich etwas für den Hochwasserschutz machen wollen, liebe Kollegen von der FDP, wenn Sie wirklich was für den Hochwasserschutz machen wollen, dann sorgen Sie lieber im Sinne der Menschen in Nordrhein-Westfalen mit uns dafür, dass diese Bundesmittel auch in Zukunft zur Verfügung stehen. Und leider bleibt mir jetzt keine Zeit mehr für mein Herzensthema, das Thema Katastrophenschutz, weil wir brauchen den Dreiklang von Klimaschutz, von Hochwasserschutz, von Katastrophenschutz. Und sehr wohl gehen wir den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen an. Wir werden eine Landesfachstelle Katastrophenschutz auf den Weg bringen. Das BAKG, also das Katastrophenschutzgesetz, werden wir novellieren, damit die vielen, vielen engagierten Einsatzkräfte im Katastrophenschutz optimale Voraussetzungen im Einsatz Fall haben. Also lassen Sie uns gemeinsam unserer Verantwortung auf allen Ebenen gerecht werden und uns nicht in so offensichtlich taktisch motivierten Manövern verheddern wie die FDP hier. Lassen Sie uns unserer Verantwortung gerecht werden. Dazu ist die Hochwassergefahr auch in Nordrhein-Westfalen viel zu ernst. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die AfD spricht die Abgeordnete Herr Keith.